Herzlich willkommen zurück bei Anno 1503 in der History Edition. Unsere Stadt wächst und gedeiht mit den Aristokraten darin. Das freut mir sehr. Hier müssen wir erstmal wieder unser Grundstück abstecken. Und ja, ich war jetzt gerade im Überlegen. Wir haben hier fast 10.000 Aristokraten. Da kriegen wir hier bestimmt noch so ein Viertel hin und da noch eins und hier... Oh nee, das wird nicht ganz passen, aber... Das Ganze, was wir da haben, das kriegen wir so in dem Radius hier... Sollten wir da bestimmt auf 30.000 hochkommen. Und dann, wenn wir die haben, würde ich sagen... Fangen wir hier drüben an und siedeln hier auch nochmal so den Rest an, das wir noch so brauchen. Miami Soldier, ich grüße dich. Schön, dass du dich hierher verlaufen hast. Aber ja, ich denke, so wie besprochen, so machen wir das. Wie gesagt, 10.000, dann haben wir 20.000, 30.000 hier. Da fehlen noch 20.000 und die 20.000 kriegen wir easy. Also wirklich richtig easy hier auf diese Insel drauf geböllert. Störtebäcker. Genau, Lieferando, du lieferst hier nochmal dein Material herunter. Und wir kümmern uns mal darum, dass hier nochmal ein paar Häuser hingeknibbelt werden. Nein, kein Markthaus, Häuser. Häuser sind the place to be. Da setzen wir es so hin. Hier ist egal. Eure Stadt hat eine Größe von 10.000 Einwohnern erreicht. Hat er mir gerade herzlichen Glückwunsch gesagt, dass mein Haus da hinten eingestürzt ist? Das finde ich jetzt aber ein bisschen frech von ihm. Was hat denn ihm hier überhaupt gefehlt? Wahrscheinlich Badehaus kommt da ran. Der Pavillon hat ihm gefehlt. Wie sieht's mit euch aus? Ihr kommt an alles ran, ne? Ihr habt ja hier drüben alles. Theoretisch. Theater hat er hier und da. Das Badehaus kommt da nicht ran. Ja, ich denke da... Also da hier auch nochmal irgendwo ein Dingens hin muss für die hier, weil die hier dann keinen... Vielleicht, der könnte vielleicht da hinten noch dran kommen, aber der hier kommt da irgendwo dran. Der kriegt keine Zerstreuung. Der ist ganz komplex verwirrt. Okay, also 36.000 haben Platz auf der Insel hier. Ja, also ich hätte es jetzt erstmal mit 30.000 gemacht und dann können wir hier noch ein bisschen Nahrung hinsetzen, so ein bisschen in dem Format. Wo hier hinten dann die Holzfäller wegreißen, dann noch Nahrung hinsetzen. Und die restlichen kommen dann hier auf die Insel. Ich meine, hier haben wir ja auch nochmal utopisch viel Platz. Da würde ich sagen, da spricht nichts dagegen. Dementsprechend können wir jetzt hier auch... Also vom Platz her sollte das, glaube ich, passen. Und Aristokraten sind wirklich unglaublich platzsparend. Brauchen halt nur ein bisschen Klamotten und dann sind sie glücklich. So. Schön ist was anderes, aber da setzen wir jetzt hier einfach noch so ein Ding hin. Einfach nur so. Meine waren lange auf einer strikten Fischdiät. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Irgendwann habe ich ihnen dann noch Brot anbieten müssen. Ja, ich habe auch vor, hier die paar Fischer, die hier sind, auch noch einmal komplett um die Insel rumzuziehen. Ich meine, hier vorne haben wir ja so einen kleinen Hafen, der für die Dekoration da ist, aber alles andere muss halt effizient sein. Effizient und nachhaltig. Also nachhaltig, ich weiß nicht, ob das so nachhaltig ist, wenn da 100 Fischer alle Fische um die Insel drumherum wegangeln, aber das Meer ist groß genug, da kommen genügend Fische ran. So. Hier. So. So, und hier dann noch.
Hier kommt dann, es hat sich jetzt gerade dafür qualifiziert. Kommt, oh, mir fehlt Werkzeug. Hier force es nicht. Aber auf der großen Insel auch kein Werkzeug mehr, oder wie, oder wo, oder was? Ich habe die Insel, die große Dschungelinsel in der Mitte komplett mit Fischen zu betoniert und das hat immer noch nicht gereicht. Ja, also was das angeht, hier habe ich erstmal so eine kleine Kontorecke, so ganz dezente. Ja, wenn es irgendwann nicht mehr reichen sollte mit den Inseln, wo ich Nahrung drauf produziere, ich meine, ein bisschen Platz habe ich ja hier noch und hier noch. Aber wie gesagt, wenn es gar nicht mehr reicht, dann wird halt auch angefangen, auf allen Inseln alles mit Fischerhütten voll zu ballern. Und so frei nach dem Motto, gib ihm halt, ne? Also die Fischerhütten sind für mich so ein bisschen der Ausweg, wenn es gar nicht anders geht. Weil die finde ich dann doch ein bisschen sperrig zu platzieren. Sind zwar günstig und produzieren eigentlich auch nicht schlecht Nahrung, aber... Ja, der Adel hat mir halt neulich einen Brief geschrieben, dass sie bitte ein bisschen mehr Kuchen essen wollen würden und so. Und naja, da habe ich dann gesagt, ja, dann gibt's aber kein Brot mehr, ne? Bevor die Bauern dann anfangen zu rebellieren, das wäre natürlich auch nicht schön. Das sollen sie halt alle Kuchen essen, wenn sie kein Brot mehr haben, ne? Gab's doch mal irgendwie so einen berühmten Spruch. 6, nice. Warum kostet denn so ein scheiß Aristokrat noch so viel, ey? Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ob Anno die Punkte nicht mehr richtig darstellen kann. Ich weiß gar nicht, wo könnte das? Hier, ne? 116.000. Das geht noch. Ah, ich habe 75 Denkmäler. Na, das ist ja auch schön. Und, also... Fast 48 Millionen und kriegt dafür 4.500 Punkte. Mhm. Für 75 Denkmäler kriege ich das Fünffache schon fast. Aktuell ist es das Vierfache. Aber, na, Sinnhaftigkeit nicht zu erkennen aktuell. Aber gut. Ayrak, ich grüße dich. Willkommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja, 15.03 habe ich früher auch... Ja, viel gespielt nicht, weil ich immer zu inkompetent dafür war. Ich bin da immer pleite gegangen. Ich habe, glaube ich, einmal es geschafft, die Kampagne durchzuspielen. Da war ich super happy. Ja, sehr schön. Da freue ich mich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Oh, jetzt habe ich den Spruch nicht gehört. Mhm. Ja, das hat man hier gerade noch ganz dezent im Hintergrund gehört. Mit dem, oh, was steht da herum? Und haltet Maul auf dem Pfeil. Schlägt euch, Gesindel. Ach, das ist ein schöner Spruch. Da habe ich gerade wieder gehört. Ja, ich weiß nicht, wenn du 15.03 gesuchtet hast, dann kennst du die Mission vielleicht. Mit den 100.000 Einwohnern auf der Inselwelt. Das freut mich. Hier hinten müsste vielleicht nochmal irgendwo ein Arzt hin. Ja, bascht. Deborscht. So, hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier rüber so. Wie ich mir jetzt nicht verzählt habe, dürfte das eventuell vielleicht theoretisch passen. Nee, so nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. Du hast nur endlos Game gespielt. Ne, ist gar kein Problem. Ich bin gerade dabei, alle Szenarien durchzuspielen von 15.03. Alles, was es so zu bieten hat. Ein endlos Game wird wahrscheinlich auch noch kommen. Da habe ich mich doch verbaut. Das passt so nicht. Moment. Das da wollte ich haben. So. Und ja, wie gesagt, ich habe hier jetzt halt meine erste Siedlung, möchte ich es nennen, ja. Ganz bescheiden. Habe ich hier hochgezogen mit den 52.000 Einwohnern. Ich muss sagen, ich
sehe es mir immer wieder gerne an. Es ist einfach so schön. Das Volk setzt euch ein. Ich würde gerne so jetzt Fotoperspektive, also hier so Kameramodus und so über die Stadt rüber gucken, aber das geht ja leider nicht. Ei, ei, Auftrag wird so ausgeführt. Wie sieht es eigentlich hier aus mit der Nahrung? Ja, jetzt passt es gerade mit der Nahrung. Ich glaube, das zweite Schiff hat da wirklich seinen Dienst gut erwiesen. Ich habe gerade meinen Score angeschaut, dass ich auch diesen Bug habe. Ja, ist okay, Leute, ihr habt die Pest, heul ich nicht rum. Dass ich auch den Bug habe. Ich weiß gar nicht, wie sich diese Punkte hier hinten berechnen. Also von daher, aber wenn ich das mal so zusammenrechne, 20, 40 sind 60, mit dem sind 80. Also so vom Zusammengerechneten kommt schon hin. Boah. Könnte hinkommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sich die genau berechnen. Gut, das passt. Sehr schön. Wir müssen Hütten bauen. Oh, was ist das denn jetzt? Warum passt denn das hier schon wieder nicht? Wegen diesem Scheiß hier. Mann, wer baut denn so einen Rotz hier? Wirklich. Geht doch nicht. So. Okay, ich habe in einem Spielstand mit 22.000 Einwohnern 57.500 Punkte für besiedelte Inseln. Bei einem Spielstand mit 37.000 Einwohnern habe ich für besiedelte Inseln nur 8.600 Punkte. Okay, du hast 29.000 für 17 besiedelte Inseln bei 63.000 Einwohnern. Ja, das erscheint mir nicht richtig. 22.000 bei Einwohnern, 57.000 Punkte. Und ich habe nur 8 besiedelte. Moment, warte mal. Ich habe durch besiedelte Inseln 17, kriege ich 29.000 Punkte. Die Untertanen geben mir 40.000. Ich weiß nicht, hängt das, obwohl hier bei den besiedelten Inseln, das macht doch auch keinen Sinn. Macht das einen Unterschied, wie, also nicht nur, ob ich die Insel besiedelt habe, sondern auch, wie groß mein Territorium auf der Insel ist? Also, wenn ich jetzt überall ein Kontor dran baue, ist nicht so viel wert, wie wenn ich ein Kontor auf so eine große Insel packe, hier auf so eine und alles komplett in mein Gebiet tauche. Macht das vielleicht einen Unterschied? Warte mal, kann man doch mal ganz einfach herausfinden. Ich habe jetzt 29.185. Okay, es macht tatsächlich einen Unterschied. Also ich habe jetzt knapp 4.000 Punkte mehr, dadurch, dass ich jetzt hier die Insel vollgeballert habe mit Kontoren. Also mit Marktplätzen, meine ich. Ich reiß sie mal wieder ab, die sind nämlich nicht schön. So. Jetzt habe ich bestimmt wieder weniger, oder? Ja, jetzt habe ich wieder 29.000. Also besiedelte Inseln ist abhängig davon, wie viele Inseln ich besiedelt habe und wie groß mein Einfluss auf den Inseln ist. Aber du hattest 8.600 Punkte, ich vermute, aber ja, wahrscheinlich wird auch Zivilisationsstufe mit einberechnet sein. Ich vermute eher, dass die Punkte immer steigen, aber nur fünfstellig angezeigt wird. Also statt 129.000 Punkte bekommt man nur 29.000 Punkte und statt 208.000 nur 8.000. Das wäre tendenziell auch eine Möglichkeit. Aber bei den besiedelten Inseln, glaube ich, kommt das wirklich eher darauf an, wie
großer Einfluss. Ich meine, ich habe jetzt hier gerade mal ein paar Kontore hingesetzt und hatte dadurch dann auf einmal mehr Punkte im besiedelten Inselbereich. Irgendwie fällt es mir jetzt gerade erst auf, dass die Flüsse hier aus dem Nichts entspringen irgendwie. Aber da, weiß nicht, gibt es da zufälligerweise irgendwelche tollen Formeln im Internet, die einem sagen, so und so wird das und das berechnet? So, 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 du, du. Da fehlt mir schon wieder Werkzeug. Alter, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so viel scheiß Werkzeug benötigen? Die haben wir auch keins, Alter. Weißt du, unsere Produktion hier bauen Werkzeug von zwei Inseln ist auf Hochtouren und das reicht halt einfach nicht. Oh, Nahrung wird weniger. Das ist natürlich auch nicht schön. Müssen wir nochmal nachrüsten hier. So, das bauen wir jetzt hier erstmal viele Fischer. Fischer sind jetzt erstmal das Wahl der Mittel. Das Wahl der Mittel? Die Wahl der Mittel? Das Wahl ist auf jeden Fall falsch. Das Wahl der Mittel? Die Wahl der Mittel. Klingt beides irgendwie falsch. Der Wahl der Mittel. Den Wahl damit, des Wahl der Mittel. Erzminen geben irgendwann nicht mehr so viel. Also das ist, glaube ich, bei der Insel hier nicht das Problem. Weil wir hier Eisenerz und Eisen komplett voll haben. Also da haben die lange genug Zeit gehabt, um sich voll zu arbeiten. Ich habe hier, weiß ich nicht, 2, 4, 6, 7 Werkzeugschmieden, 3 große Schmelzen und 2 normale Erzminen. Und, nee, 1 normale und 2 große. Noch ein Haufen Steinbrüche mit einem Haufen Steinmetzen. Theoretisch könnte ich hier die Feuerwehr wegreißen. Bei jedem Brennen sollte es theoretisch nicht mehr in der Stadt. Theoretisch. So. Also, dass sie tatsächlich endgültig finito leer sind, das hatte ich, glaube ich, in diesem Spiel noch nicht. Und wenn, dann habe ich es vergessen. Ja, kann durchaus sein, dass es durch die History Edition da einen unendlichen Vorrat gibt. So. An Erz in den Bergwerken. Genau, Nahrung. Da war ich gerade stehen geblieben. Jetzt bin ich schon wieder komplett abgelenkt. So. Dann hier nochmal rüberwärts. Ein Denkmal. Schön und geheimnisvoll. So. Dann hier einmal rum. Da einmal hin. Das ist damals gespielt, als es neu war. Ach du Scheiße. Wann ist ein Anno 1503 rausgekommen? Das muss doch auch schon ungefähr 120 Jahre her sein. Die Trailer davon liefen sogar im Fernsehen. Ach du Scheiße. Anno hatte mal Trailer und das im Fernsehen? Ich fass es nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn als 1503? Also müssen wir mal jetzt überlegen, wann kam denn 1503 überhaupt raus? Müsste ich ja dann aber dementsprechend... In den 90ern? Echt noch? Ich dachte, das wäre so um 2000 vielleicht rum gewesen. Ich weiß, 1602 kam irgendwann 96 oder so raus. Kann das sein? Oder noch früher?
Okay, 1503 kam 2001 raus. Wegen den Punkten. Der Bug scheint bekannt zu sein. Die Theorie ist, dass 2 hoch 16, 65.536, das Maximum an Punkten ist und es zu danach zu einem Überlauf kommt und wieder bei 0 beginnt. Ah, okay. 16.02.1998, genau. 25. Oktober 2002 sogar. Hat wahrscheinlich jetzt Google gesagt, nehme ich an. Also müsste ich bei 2002, wie alt war ich denn da? Boah, warte mal. 6 müsste ich gewesen sein. Ja. Okay, Wiki hat's gesagt. Okay. Sagt ja auch so schön GIDF, ne? Google ist dein Freund. Ich hätte sie jetzt auch selber gegoogelt. Ich bin gerade schwerst beschäftigt hier. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Die Nahrung ist auch ganz schön runtergegangen, du. Vielleicht sollte ich weniger quatschen und mehr meine Leute versorgen. Guck mal, der hat doch noch ganz viel tolles Zeug dabei. Flotte ist auf Zielkurs. da war er 11. Ich hab's vor 15, 16 Jahren mit auch so um 11 rum bei meinem Vater am PC gefunden und gespielt. Du bist total in Anno 1404 versunken. Ja, ist auch, finde ich persönlich, eins der besten. Also ich muss sagen, mit 1800... Huch, was ist denn hier passiert? Dem hat irgendwas nicht gepasst. Der hat wahrscheinlich kein Badehaus oder doch. Kein Theater? Keine Kirche. Der hat keine Kirche gehabt. Ja, der kommt an keine Kirche. Ach nee, warte, wie alt war ich denn, als ich 1503 gespielt habe? Ich weiß, mit 6 habe ich angefangen, 1602 zu spielen. Also, müsste ja auch dementsprechend 2002 gewesen sein. Das habe ich lange Zeit gespielt. Da habe ich mich irgendwann mal 1503 rangewagt und habe es natürlich komplett verkackt. Weil es halt einfach ungefähr 300% komplexer war als 1602. Und du halt einfach Schwierigkeiten hast, auf den grünen Zweig zu kommen. Und ja, das habe ich dann liegen gelassen, habe weiter 16.02 gespielt, dann kam irgendwie 17.01, das habe ich ein bisschen gespielt. Aber auch nicht so viel. Ja, und dann kam halt schon 14.04, ne? Und 14.04 war natürlich der Shit, Alter. Das war ja einfach nur noch geil. Und da wurde dann auch exzessivst gesuchtet. Jetzt muss ich mal gerade gucken, passt das hier überhaupt? Okay, passt, nice. War ich mir gerade überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt passt. Aber mit ein bisschen Glück läuft das. So. Er hier kriegt keine Kirche, ne? Ne, wer war das? Er hier? Er kriegt keine Kirche. Jetzt schon. So, ich kann mich noch daran erinnern, dass man relativ früh in die tiefe Erzmine erforschen musste, da die erste normale Erzmine irgendwann mit den Bürgern ausgeschöpft war. Ja, erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an 1602. Da war es ja auch, muss man schon ein bisschen hinterher sein, zeitnah eine tiefe Erzmine zu erforschen, weil wenn du da, oder zu bauen, weil irgendwann hat es da halt einfach keine Ressourcen mehr für eine, also für die normale Erzmine. Muss ich aber sagen, finde ich grundsätzlich eigentlich nicht verkehrt, weil eigentlich hast du ja nicht unendlich viel Erz in einer Erzmine, das ist ja Quatsch. Von daher, also das finde ich auch schon ein bisschen komisch bei 1404, dass du sie halt einfach voll kaufen kannst. Wobei, da könntest du es auch wieder so begründen, du finanzierst, dass sie tiefere Stollen bauen können und so weiter und so fort. Und ansonsten, wenn es wirklich unendlich wäre, dann hättest du halt irgendwann auch in einem Endlosspiel einen Endpunkt erreicht, wo du nichts mehr machen kannst. Naja, du kannst grundsätzlich immer so tief buddeln,
bis dir den Ballrock erwächst. Und wenn du das geschafft hast, ja gut, dann musst du einen neuen Berg suchen. Außer Gandalf kommt vorbei und macht mal den Ballrock weg. What? Ich hab mich verzählt? Oh, scheiße. Warum sagt mir keiner, dass ich mich verzählt habe? Oh, ist das... Oh, ist das... Oh, ist das... Das ist ja... Oh, ist das... Das ist ja richtig... Oh. Nee, dann müssen wir hier nochmal aufräumen. Dann müssen wir gerade mal keine ganzen Aristokraten auf die Straße ziehen. Unser Planet besteht zu ein Drittel aus Eisen. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Also ich wüsste, dass man ungefähr 330 Menschen töten müsste, beziehungsweise das Blut von 330 Menschen nehmen müsste, um aus dem Blut das gewonnene Eisen ein Schwert schmieden zu können. Das könnte ich dir sagen. Frag mich nicht, warum ich das weiß. Ich weiß es halt einfach. Ja, immer von innen nach außen, mache ich eigentlich auch, immer von innen nach außen bauen, aber gerade in diesem Moment hatte ich gedacht, ich hätte mich mal nicht verzählt, aber kannst dich ja mal wieder auf nichts verlassen. Mal auf dem Feld. Schlägt euch! Xindel. Ach, ich liebe den Spruch. Schön, das letzte Drittel sind alle anderen Elemente, ja. Also ein weiteres, ja genau, ein Drittel Eisen, ein Drittel Sauerstoff und der ganze Rest halt. Das habe ich nicht getestet, nein. Ich habe einfach die Biologie befragt, wie viel Gramm Eisen pro Liter Blut existieren. Dann das mit dem durchschnittlichen Blutgehalt im Körper eines Menschen genommen und das reine Gewicht eines Schwertes genommen. Also das wird wahrscheinlich nicht... Also du kannst ja nicht einfach so direkt Eisen... Also ein Schwert besteht ja nicht zu 100% aus Eisen... Aber so sage ich es, ich habe jetzt mal so einen groben Wert davon genommen. Also so ein Durchschnittswert von dem Schwert einfach. Dann auch ein bisschen was von abgezogen, kommst du ungefähr auf 330. Oh, warum? Ah, oh Gott, die Stadt steht in Flammen. Schick. Cool. Also, cool nicht, aber... Warum? Das ist die viel bessere Frage. Warum? Was hat denn denen jetzt hier gefehlt? Wunderbar. Ich habe noch relativ viel mit Pionierhäusern gebaut, um aus den... um die Standorte von den öffentlichen Gebäuden im Voraus bauen zu gehen. Ja, 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 das mache ich ja auch ab und zu. Hätte ich da vielleicht auch machen sollen. Wäre vielleicht klug gewesen. Nahrungsstände hat man so oder so. Man muss einfach schauen, dass die Pios nicht verbrennen. Ja, wie man sieht, man braucht keine Pios, damit die Stadt abfackelt. Also, das geht auch ganz wunderbar mit. Kaufleuten. Okay, was stand da? Warum kann ich da kein Haus hinbauen? Ist das schon alt? Oder warum kann ich da nichts hinsetzen? So, Feuerwehr, bitte lösch mal das Schwimmbad. Und da ist noch ein Kaufmannshaus. Das müsstest du auch nochmal bitte löschen. Ach so, das hier kann ich nichts hinsetzen, weil da die Kirche ist. Hm, ja, okay. Das war wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich wirklich alt hier. Das erfreut euch an dem Luxus, der euch zuteil wird. Und halt den Maul auf dem Pfeil. Setzt euch ein Denkmal.
Ja, schön. Es setzt mir ein Denkmal dafür, dass es nicht die Stadt ist, die abgefackelt ist. Finde ich gut. Das kommt hier vorne hin. So. Jungs, was war euer Problem? Warum habt ihr euch spontan dazu entschieden, die Stadt abzufackeln? Habe ich euch irgendwas getan? Ach so, nee, da stand eine Kneipe. Da stand eine Kneipe. Ah, da war gerade der Spruch mit den Melonen. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt. Gut. Also Wirtshaus. Ja, doch, das würde hinkommen, weil wo ist denn das nächste Wirtshaus? Weit, weit weg. Das wäre jetzt aber ungünstig gewesen, wenn ich da jetzt nicht das Wirtshaus hingesetzt hätte. Spontane Selbstentzündung, das wird's gewesen sein, ja. Passiert ja. Auch heute noch, dass Häuser sich ganz spontan, unerlaubt und ohne jeglichen Grund einfach selbst entzünden. So, wie schaut's denn aus? Hast du keinen Alkohol? Den Alkohol haben wir doch. Hol dir doch mal was. Achso, das wird instant weggesoffen. Weißt du, der kommt da rein mit dem Fass, stellt den gerade so auf den Tresen und da hocken da schon so drei Dutzend Männer an dem Fass und nuckeln da dran. Die saugen das aus wie so ein Blutegel, ja. Da lutschen die einfach den Alkohol da direkt raus. Und das machen die so lange, bis sie nicht mehr gerade auslaufen können und dann kommen die Nächsten. Guck mal, jetzt hat er. Na, okay. Jetzt hat er was auf Lager. Nee, doch nicht. So, wenn jetzt hier ihr beide da noch euch entschieden habt, den Status eines wahrhaft ehrwürdigen Bürgers anzunehmen, dann bin ich sehr glücklich. Fehlst nur du, mein Guter. Perfekt. Und dann können wir jetzt. Hoffentlich ihn hier. Wie? Holy shit. Ich habe ihn hingesetzt und eine Sekunde später. Bam! Feuer. Weißt du, da ist noch nicht mal jemand eingezogen. Und es brennt schon die Bude. Ah. Als erfahrener Feuerwehrmann, ja. Ja, also Dixie-Klos und Spielplätze neigen wohl auch zu Selbstentzündung. Ich verstehe. Finde ich ja interessant, also, dass sie so ein suizidales Eigenleben führen. Ja, ich könnte nur Aristokraten bauen. Der Punkt ist, in ein Kaufmannshaus passen. Ich dachte, hier passen 45 rein. Na, da passen hier halt 42 Leute pro Haus rein. Und in ein Aristokratenhaus passen nur 30 rein. Dementsprechend sind Kaufleute, wenn du so eine riesige Stadt hast, effektiver, weil dann kriegst du mehr Leute auf der Insel. Aber das Haus müssen wir leider noch einen Moment im Auge behalten, bis es sich komplett abgegradet hat. Ansonsten habe ich Angst davor, dass es sich doch nochmal spontan selbst entzündet. Jetzt geh saufen und verbesser dich. Ja, ich denke, so in der Art wird es auch gewesen sein. Also, dass einfach Anno so einen Algorithmus hat, so und so viele Einwohner, gleich so und so die Wahrscheinlichkeit für Feuer. Und dann muss das Feuer kommen. Und dann stellst du fest, okay, wir haben gar keine Pioniere, keine Siedler. Ja gut, dann gucken wir nochmal. Haben wir jetzt Siedler, Pioniere? Jetzt Siedler, Pioniere? Und dann baust du irgendwann ein Pionierhaus und dann bam, sofort ist es da und steht in Flammen. Irgendwie so könnte ich mir das erklären. Ja, ich habe Bürger und Kaufleute hier auf der Insel. Aber Bürger brennen ja auch nicht. Bürger und Kaufleute.
Aber wenn irgendwo mal irgendjemandem kurzzeitig irgendwas fehlt hier, ne? Also ich habe ja nicht nur Kaufleute. Wenn ja irgend so ein Bürger kurzzeitig was fehlt und der sich dann selber degradiert auf dem Stand eines Siedlers, dann kann das halt mal ruckzuck passieren, dass der instant anfängt zu brennen. Und da ich keine Feuerwehr hier in der Stadt habe. Ihr verdient ein Denkmal. Ganz wunderbar, ein Denkmal, ja, ja. Dadurch kann es dann halt ganz spontan passieren, dass dann das Haus sich einfach selber anzündet und keine Feuerwehr da ist, um es zu löschen. Dementsprechend brennt dann einfach gleich die ganze Stadt. So. Tja, sorry. Du hattest deine Chance. Ich könnte gleich theoretisch die Kirche abreißen, wenn es hier nochmal brennt und die dann da gleich wieder hinzimmern. Ja, das ist die gute Frage. Was ist effizienter, Kaufleute oder Aristokraten? Also, wenn du dir anguckst, was ich hier an Inseln alles benötigt habe, ja, also das sind ja, warte mal, was haben wir hier? Gewürze, Tabak, Alkohol, na gut, das ist Holz, das ist so. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Stoffe, die Schmuck und Kleidung mal rausgerechnet. Hier haben wir Stoffe. Hier haben wir noch mehr Gewürze. Da haben wir hier eine Insel mit Nahrung und Walfang und noch eine halbe Insel mit Nahrung. Und natürlich noch mehr Alkohol. Und das alles ist halt für die Insel hier. Ich denke... Ja, also ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, ob die Inseln überhaupt alle reichen werden mit den Leuten. Aber wenn ich jetzt so hier gucke... Hier haben wir 11.000 Aristokraten. Das wird auf jeden Fall noch... Also ich bin jetzt sehr zuversichtlich, dass es auf jeden Fall gut reichen wird vom Platz her. Das wusste ich anfänglich noch nicht. Da konnte ich das noch sehr schlecht einschätzen. So, wie schaut es denn hier jetzt eigentlich aus? Da ist der Siedler. Der doch bitte mal irgendwo einen Marktplatz aufsucht und... Oh, hier, ne? Da ist eine, über die Kirche hier. Da kommt da jetzt erstmal eine Feuerwehr hin. Der löscht jetzt hier die Bude. So. War früher bestimmt auch ganz genauso. Das Volk achtet eure Herrschaft. Ja, das Volk achtet meine Herrschaft. Aber es war früher hundertprozentig ganz genauso. Da haben die Leute festgestellt, Scheiße, da brennt's, reiß die Kirche ab, wir brauchen eine Feuerwehr, baut eine Feuerwehr dahin. Dann pest die Feuerwehr los, innerhalb von so einer halben Stunde haben die da eine Feuerwehr hingezimmert. Dann pest die Feuerwehr los, löscht das Haus. Und wenn sie zurückfahren wollen, um auf das gelungene Löschen des Feuers anzustoßen, stellen Sie fest, Alter, die Feuerwehr ist schon wieder weg. Da steht schon wieder eine Kirche oder eine Kapelle. Das ist ganz normal gewesen. Da waren die ruckzuck, ne? Da haben die einfach mal so eine Kirche in den Boden gestampft, Feuerwehr, bam, fertig. Jetzt wollen die mich verarschen? Die wollen mich jetzt wirklich verarschen. So, guck mal hier, direkt das gleiche Phänomen nochmal. Geschichten aus dem Paulaner Garten. So in der Art läuft das hier. Guck mal, da kommt er jetzt zurück, stellt fest, Scheiße. Da ist ja meine Feuerwehrstation, die ist nicht mehr da. Egal, fahren wir trotzdem rein. Haben wir gerade kurz gesehen, der ist da gerade einfach reingefahren. Kann man machen. Genau, das Feuer war nur eine Illusion. Sterben tun die Leute trotzdem. Jetzt kauft ihr mal hier irgendwie ein bisschen Gemüse. Pass auf, ich stelle dir hier hinten sogar noch so einen Kackstand hin. Ich glaube, da steht zwar sowieso schon einer, aber mach mal jetzt hier irgendwie. Kauft ihr mal jetzt... Gemüse hat er jetzt. Kauft ihr Nahrung und Stoffe und Leder. Leder haben wir sogar noch 300 Tonnen auf Lager, obwohl wir schon seit ungefähr 100 Jahren nichts mehr produzieren. Was heißt hier früher? Ich kann dir aus erster Hand versichern, dass das heute kaum anders ist. Ja, ja. So und nicht anders.
In Folge 2 von Pokémon fährt Officer Rocky einfach mit dem Motorrad ins Pokémon Center. Ja, da finde ich das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass er dann halt mit dem Feuerwehrwagen hier, so einen antiken, einfach in die Kirche reinfährt. Das ist ja vom Prinzip her nichts anderes. So, und du holst dir jetzt mal ein bisschen was zu fressen, Alter. Was ist denn mit dir? Bist du komplett geistig dumm oder was? Es sind die Siedler. Es sind die Siedler, ich sag's euch, Leute. Die wissen einfach nicht, wie man lebt. Die haben das Leben verlernt. Du musst dir Nahrung kaufen, damit du sie... Ah, guck mal, ja, versteht. Und jetzt, hopp, hopp. Du hast alles, was du brauchst. Du lächelst wie ein Begaster und jetzt mach mal jetzt hier. Los. Pimp dich jetzt ab. Ja, feini hast du das gemacht. Gut, damit ist dann die Feuergefahr in dieser Stadt erst einmal wieder gebannt. Sie sind gut versorgt. Sie sind gut versorgt. Da kann man ja nichts sagen. Wie sieht's denn hier aus? Nahrung ist noch nicht so, wie es sein soll. Ich würde sagen, wir brauchen noch ein paar für Fischer. Bisschen Helene hier überall hinsetzen. So. Gucke mal hier, perfekt. Oh, es ist schön, alles voller Fischers. Fischershäusers. Gib mir die Fischer. Jawohl. Oh, bei mal die. Naja, ich schränke jetzt da den Getreidehof ein, ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Gut, Post. Hier geht's gleich weiter. Da ein hin. Hier ein hin, da ein hin. Dafür ein bisschen weniger Getreide, dafür umso mehr Fisch. Ja. Ich denke, das ist ein Deal, den kann man eingehen. So. Ein bisschen was können wir hier hinten noch hinsetzen an Nahrung. Oh, hier fehlt irgendwie auch. Wer war dafür denn verantwortlich? Also wirklich. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier einfach nochmal eine Linie hoch. Dafür packen wir hier. Oh, kriegen wir hier auch so ein Ding hin? Ja, nice. Optimal. Da können wir hier. Ja, saugeil. Das wird bestimmt effizient hoch 100. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das muss effizient sein. Es sind nur so ein paar doofe Steine im Weg hier. Das nervt. Wird hier der See leer gefischt. Scheiß auf nachhaltige Fischpopulation hier. Wird jetzt vielleicht ein bisschen überfischt sein, der Dingens hier, aber der Teich. Aber hey. Es ist, wie es ist. Die Leute müssen auch essen. Und man kann nur so sagen, es kommt aus der Region. Musste keine langen Wege zurücklegen. Dementsprechend sehr wenig CO2-Ausstoß. So. Das ist echt dieser Kackstein im Weg, ne? So. Haben wir das? Können wir hier. Ui, können wir theoretisch. Nein, geht leider nicht. Ah, oh, das wäre aber so. Das würde doch so gut aussehen. Mann, warum geht das nicht? Oh, das ist ja ärgerlich. Naja, egal. Haben wir da halt direkt dahinter diese tolle Prunkbrücke.
Brücke gesetzt. So. Ja, ein Hafen mit Schiffen, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das hier drin hat. Ich war gerade schon überlegen, es wäre doch auch saugeil, wenn mir so dieser Teil der Insel gehören würde und ihm gehört so der Teil der Insel, dann hat der ein Datenkontor und ich hier und dann schippern wir immer so hin und her und handeln. Das wäre auf jeden Fall das, was ich unbedingt erreichen wollen würde in diesem Spiel. So. Haben wir denn jetzt ein bisschen mehr Nahrung? Ein bisschen mehr. Stimmt, ich wollte ja auch noch die Folge beenden. Denn wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Und, warte mal, wir haben fast 50 Mille. Die 50 Mille, die warten wir noch ab. Die warten wir jetzt noch. Guck mal, da sind sie. 50 Mille haben wir. 50 Millionen Taler, Dollar, Dollar, Taler, Taler, Lollar. Was auch immer, haben wir auf Tasche jetzt. Ich bin glücklich. Gut. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl, wertes Volk.